Ja gut, das eine oder andere Interessante könnte man ihm vielleicht schon beibringen dort. Sehen wir uns das doch mal an. Gratogl, Heimat der Urkelten. Harriet, halt dein Maul. Hier liegt wenigstens keine Scheiße im Weg rum, gut. Ah, oh ja, okay. Jetzt müssen wir hier jetzt zuerst durch die ganze Schlucht wieder mal. Aber das kennt man ja bereits. Stimmt, da wollten wir ja eigentlich noch fett farmen gehen. Haben wir dann aber nicht gemacht, weil ich halt dringend weiterreisen wollte, musste unbedingt. Banditen, Hilfe, Hilfe! Die waren damals noch schweinegefährlich. Okay, der. Hält doch einiges aus. Immer noch. Und wir machen sehr wenig Schaden. Lederrüstung ist gebrochen. Fuck you. Uiuiuiui, heftig. 68 Erfahrungspunkte, Indriere Reichsstufe 24, Sioban Stufe 18, Harriet keine. Lederrüstung, wer hatte die? Hä? Meltas als einziger, aber jetzt haben wir zwei davon, okay. Ja, so die Bilo-Schuhe, die nehmen wir echt nicht mit. Der Bogen glaube ich schon. Das Schwert, ja. Kurzschwert, okay. Das schwere Lederweste bringt glaube ich schon ein bisschen was. Noch ein Bogen. Ja, das bringt halt auch 11 Gold. Die Schilde sind glaube ich auch nicht zu verachten. Haben einfach bald das ganze Inventar voll mit Scheiße, aber. So, gibt es noch einen Angriff vielleicht? Oder nicht?
wäre mir beides recht. So viel gibt es ja nicht dabei. Jetzt noch mal kurz was aufnehmen. Ups. Stimmt, haben wir hier schon richtig? Ja, ich glaube schon. Ja. Könnt ihr Folgendes reparieren? Ja. Meld, das kann nicht reden. Für 34 Goldstücke. Bei dir kann ich den Mist gar nicht verkaufen. Schade. Lohnt sich halt schon da in der Schlucht. Lohnt sich schon ein bisschen. Na, immerhin. So, jetzt kann ich wieder schreiben. Was macht man, wenn man im Bossfight ist und man hält seine Schläge nicht richtig? Man läuft eine halbe Stunde im Kreis und lässt seinen Toten die Arbeit machen. Ja. Und das war nur die erste Hälfte. So, ich denke, wenn wir Geld brauchen, ist dieser Weg der effektivste. Mit dem Handel mit Kondiatrice natürlich. So. Hier oben ist dann bereits die Druidenschule und da gibt es noch Ja, das behalten wir noch. Das kommt weg. Dass genügend Frauen die Geld anschaffen können. Theoretisch. Aber die eine ist ja so eine Erleuchtete und die andere ist, was auch immer das ist. Wow, geil. Jungfrauen ist das erste Mal sehr teuer. Fun Fact: Die Jungfräulichkeit kann wieder heilen. Wenn man sie wieder nach eine längere Zeit nicht beansprucht, dann kann das wieder zusammenwachsen. Ja. Lehrt uns neue Kenntnisse und zwar. Nein. Kann es einem ja nichts beibringen.
Aber unten vielleicht. Unten konnten wir noch irgendwo Spruchrollen kaufen, das weiß ich. Bei dir vielleicht. Ja. Blitz, Sturm, Dämon vertreiben, magischer Schild, Dämon Exodus. Ne. Weißt du was? Oh, das kann ich gar nicht verkaufen. Jetzt durch die Schlucht wieder nach unten. Es sei denn, nein, nein, das ist auf der ganzen Insel der einzige. Schon ein bisschen blöd. Gut, wir haben an Magie, was wir können, sind allesamt bestens trainiert. Das Meditieren, um einzelne Attribute ein wenig zu stärken, tue ich dann offscreen. Weil das effektiv zu langwierig ist. Also. Machen wir weiter in der Story. Gar keine Angriffe? Okay. Dann gab es drunter noch ein kleines Dorf, in dem wir noch gar nicht richtig waren. Der Obstkuchen Albions oder so nannten die sich. Noch hier gibt es einen kleinen Laden. Habt ihr dem alten Rifako etwas Schönes aus fernen Ländern mitgebracht? Ach Mist, die habe ich jetzt gar nicht. Roter Musikkristall. Feuerklinge. Traumschild. Noch ein Schutzamulett. Nein, nein, nein. Aber ich glaube, hier gibt es auch keine großartigen Aufgaben mehr oder ähnliches. Nach unten weiter war nur Wasser, genau. Ich glaube, den Teil der Insel bin ich bereits mal abgegangen.
Ich weiß gerade nicht. Oh. Wer ihn zuerst trifft, kriegt ihn tot. Sau erbärmlich. Hier ist der Weg versperrt, doch ich glaube, da war ich schon einst. Na komm. So, und wer will noch was? Oh, so ein kleiner. Komme ich da durch den Wald, dann muss ich nicht drumherum latschen. Ja, recht gut doch. Haben wir noch genug zu fressen dabei? Ich glaube ja schon, ja. Ja. Ich habe gar nicht geahnt, wie recht ich damit hatte, als ich gesagt habe, bei diesen Augen kann man sicher magische Gegenstände aufladen. So, Harriet, endlich gehen wir zu deinen blöden Umayo-Freunden. Gar kein blöder Kommentar? Okay. So. Welch eine Hitze! Dies ist also das Land der Umayo, der Metallschmiede. Unseren Informationen zufolge ist das große Metallschiff irgendwo südlich von der Gebirgskette, in der wir uns gerade befinden, niedergegangen. Die Stadt, die man im Westen sieht, gehört zu Umayo Kenta, der Stadt des Metalls und der Edelsteine. Tja, und dann stellt sich nur die Frage. Moment. Gehen wir zuerst in die Stadt hinein, oder versuchen wir uns durchzuschlagen durch die Wüste? Ich glaube, da kommt noch ein rechter Dungeon auf uns zu. Edelsteine! Nein, Kies.
Eine fleischfressende Pflanze. Ja, los. Geh mal rein. Dungeon, Freunde. Was bist du für einer? Ich wandere zwischen dem Gefängnis und Umayo Kenta hin und her, um Nahrungsmittel zu holen. Gefängnis? Und wie schön. Oh, oh. Unglaublich liebevoll. Man möchte gerne langsam laufen könnten, das kann ich. Nichtsdestotrotz, Harriet, bitte einmal Kartensicht, danke. Oh, nur so wenig, okay. Hilde, der Gerätemacher, der Waffenschmiede, die Kneipe. Uiuiuiui, schau das mal einer an. Die Stadt des Metalls also. Wäre doch eine Schande, wenn hier irgendjemand... Oh. An die Schuhe kommt man so ganz einfach ran. Ganz normal. Ohne Tricksen. Danke. Wow, was es da alles gibt. Oh, das war nix. Okay. Wie kommt ihr dazu, meine Sachen mitzunehmen? Sofort wieder hinlegen! Okay, dieses hier kann man... Wahrscheinlich kann man das von einem anderen Ort aus erreichen, und deswegen... Gut, wir probieren alles nacheinander aus. Das ist nichts. Sagst du auch nicht? Der Schild ging, das ist gut. Er hatte nur Fake-Items. Ja, ein guter Teil. Aber nicht nur. Da stand jemand im Weg.
wir selbst. Aber cooler Sound, erinnert mich irgendwie an Descent. Oh, wir tragen zu viel. Gut, dann verkaufen wir halt was davon. Sky Marine, ihr werdet hier alles finden, was Reisende brauchen, um sich wirkungsvoll zu verteidigen und zu schützen. Oder habt ihr etwas Interessantes anzubieten? Zeig jetzt mal, was du hast. Ah, hier gibt es noch eine Kristallwurfax für 2000 Gold. Wir könnten sie verkaufen für 1600. Nein. Bolzengewehr, Alter. Für 3600 Gold. 18 Schaden. Und zum Verkaufen. Immerhin gleiche faire Preise. Okay. ...205 für das beschlagene Leder, geil. Warte, die Kappe. Die Kappe kriegt Meltas. ...455 für sein... Wow! Wir haben für den Schild nur 200 gezahlt. Das heißt, wenn der andere noch mehr von den Schilden hat, könnten wir nach Beloveno, könnten diese Schilde hier kaufen, so viele er hat, und hier verkaufen. Immerhin. Wir sind hier nämlich noch nicht fertig. Aber ich glaube bald. Seit wann ist Drira eigentlich so dunkel geworden? Der war doch die längste Zeit so orange und jetzt. Okay, geht nicht mehr. Stiefel? Boah, das wäre ein Bolzengewehr, Alter. Aber wir können es nicht anpacken. Das wäre so ein Bolzengewehr für 3000 Kröten. Die ganze Zeit in der Sonne hinterlässt Spuren. Ist bei denen oder? Hier draußen ist übrigens auch praller Sonnenschein und hier drinnen ist es angenehm kühl.
Also, naja, geht jetzt mittlerweile ein bisschen, aber viel angenehmer als draußen. Ich würde sagen, es ist, also sagen wir so, ich trage Socken und da diese komischen, was auch immer das ist. Auf jeden Fall mit so Stoff und so. Und ich schwitze nicht. Ah, weil Trier brauner geworden ist. Hey, Sira trägt zu viel. Ah, wegen dem Gold. Und den hellen Krieg, Smeltas. Schau einer an. Schlappen. Wie in der Schweiz sagen Finken. Gerätemacher, ja? Geöffnet zwischen 8 und 20 Uhr, ihr faulen Säcke, ihr. Oh, wie geil. Was kommt daher, dass du keine Hose anhast? Doch, ich trage eine Hose. Ey, sogar das Klo ist bei denen aus mit Edelmetall. Oh, was ist das? Eine rote Fiole. Ja, die nehme ich mit. Hallo, gnädige Frau, auf dem Schild stand Händler. Ich bin die Köchin hier, ich bin alt. Wenn ihr Besucher seid, stört uns bitte nicht bei Besprechungen. Oh. Später. Das ist entweder die Feuergrube oder das Scheißhaus und auf jeden Fall ist es explodiert. Köchin, warst du vielleicht? Aber tatsächlich, gibt es hier keine Händler? Ich wüsste zwar nicht für was, aber Geräte halt. Naja, vielleicht bist du ja wichtig genug, um mit dir zu sprechen. Ja, ich bin Mercer und Mitglied in der Gerätemacher-Gilde. Gerätemacher? Schaut doch ruhig um in unserem Gildenhaus. Unsere wichtigsten und neuesten Errungenschaften werden allerdings in unserer unterirdischen Werkstatt entwickelt. Natürlich habt ihr dorthin keinen Zutritt. Natürlich werden wir das noch sehen. Wie ich schon sagte, diese Werkstatt ist nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Weder ich noch Zerbenno werden euch den Schlüssel geben. Ah, Zerbenno hat auch einen. Zerbenno ist ebenfalls Gerätemacher. Er verfügt über einen Zweitschlüssel. Sprecht ihn lieber erst gar nicht auf den Schlüssel an, er ist nicht immer ganz standfest. Danke! Wie überaus zuvorkommend. Ich sehe schon, ihr werdet ihn darauf ansprechen. Aber ich habe euch gewarnt, wenn er euch den Schlüssel gibt und wenn euch dort unten irgendetwas passiert, seid ihr selbst für euch verantwortlich. Wir gehen da nicht runter. Wir danken für die Warnung und werden vorsichtig sein. Lieber Merger, wir sind sowieso für uns selbst verantwortlich. Ich lasse mir da nichts unterstellen. Hey, Zebeno, gib mal Schlüssel. Zwischen 3 und 18 Uhr geschlossen, was? Okay. Warum hat das Wirtshaus am Nachmittag zu? Das ist ja ganz was Neues. Wenigstens gibt's hier mal gescheit Platz.
Hi. An eurer Stelle würde ich nicht in den südlichen Teil der Wüste gehen. Da muss ich aber hin. Vor einiger Zeit gab es ein schrecklich lautes Dröhnen und ich sah ihn mit riesigen Augen, wie ein riesiges Etwas vom Himmel herabkam. Es hat geblinkt und gestrahlt und sich ständig gedreht. So etwas Großes habe ich noch nie gesehen. Die meisten Leute hier glauben mir nicht, aber ich habe es wirklich mit eigenen Augen gesehen. Und den gewaltigen Donnergroll haben hier fast alle gehört, obwohl jeder seine eigene Erklärung dafür hat. Die meisten wollen es wohl nicht wahrhaben. Bestimmt ist das etwas Böses. Ich würde da nicht hingehen. Gut, ich werde auch nichts mehr dazu sagen, denn ich gelte hier sowieso schon als Schwarzmaler. Aber wenn ihr möchtet, könnt ihr die Leute mal auf den Donnerknall ansprechen. Vielleicht. bist du nicht ein wenig zu jung? Okay. Barkeeper. Barkeeper, komm her. Selbstbedienung, ja? Okay. Habt ihr schon mit Conny gesprochen? Wenn sie Zeit hat, ist sie fast immer hier. Sie hört unheimlich gerne Geschichten von Leuten, die viel herumgereist sind. Wenn ihr sie trefft, sprecht sie doch einfach mal drauf an. Hm, okay. Hey, Conny, Conny her, komm mal her. Noch mehr trunksüchtige Kinder. Es ist furchtbar langweilig hier und tschüss. Seht ihr nicht, dass ich Durst habe? Aus dem Weg. Hi. Wie ich sehe, habt ihr euch schon von einigen Insekten stecken lassen. Glücklicherweise sind die meisten Arten ungefährlich. In der Wüste schwirren besonders viele Mücken und Insekten herum. Ah, scheiße. Deshalb wachsen dort die fleischfressenden Pflanzen auch so gut. Schaut doch einfach mal zu, wie sie Insekten fangen. Okay. Klappt der hier vielleicht? Auf der ersten Insel tat es das nicht. Barkeeper? Ja, Morpax. Skymardin und willkommen im fröhlichen Wirtshaus Erzmine. Was habt ihr denn so an Getränken? Möchtet ihr etwas essen oder trinken? Ja! Goldstücke für eine Ration. Rationen. 2000 Goldstücke. 18 Goldstücke für eine Ration. Ja gut, es ist in der Wüste und die, ja klar, die müssen das importieren, logisch. Macht ja voll Sinn. Aber Alter! Ja. Übernachtung? Na, geht nicht. Im Haus der Bergleute vielleicht, okay. Umayo Kenta. Ah, das ist die Stadt. Die meisten von uns lieben das Leben hier, das Klima und natürlich unsere Stadt. Die Wüste mag auf den ersten Blick vielleicht als trostlos erscheinen. Aber sie hat ihren eigenen Reiz. In Umayo Kenta gibt es ja außerdem sehr schöne Pflanzen. Oder das Land, ich weiß nicht. Wenn man zwischen Meer und Wüste lebt, kommt man in den Genuss eines ganz besonderen Klimas und köstlicher Luft. Ich hoffe, dass ihr euch wohlfühlen werdet. Zu Umayo Kenta kann ich euch noch ein wenig erzählen. Da wir die einzige Kultur sind, die Metall erzeugen und verarbeiten kann, geht es uns materiell ziemlich gut. Und ihr werdet sehen, dass man hier viele wertvolle Dinge kaufen kann. Wenn ihr auf der Suche nach ausgefallenen Dingen seid, werdet ihr hier bestimmt fündig. Vorausgesetzt, dass ihr zahlungskräftig seid. Nahrungsmittel sind ja allerdings sehr teuer, oh ja. Denn wir bekommen alles mit Schiffen angeliefert. Bla bla bla, traditionsreiche Gilden etc. Ich möchte mich gerne auf den Weg machen zu diesem...
gibt hier so direkt keine weiteren Anhaltspunkte. Aha. Der Weg, den Punkt hat uns gerade der Wirt gegeben. Gut. Die Stadt ist nicht sehr groß. Oh. Auch wieder eine Hafenstadt. Was wollte ich sagen? Ich möchte mich auf den Weg machen zu Toronto, die ja hier ganz in der Nähe gelandet sein soll. Das dann endlich das bislang größte Rätsel zu lösen, zu lüften, welches das Spiel Albion für uns bereithält. Fuck, wo bin ich? Alle werden müde. Ja, die Stadt ist nicht groß. Gemischt waren. Die Gilde. Und noch ein weiterer Händler. Warte, warte, warte. Und eine offene Tür. Da war ich schon, okay. Lebensmittel. Gemischt waren. Oh, und Edelsteine. Cool. Hübsch. Einige wertvolle Schmuckstücke. Bestimmt ist der Ladenbesitzer nicht damit einverstanden, wenn Fremde hinter seine Theke gehen und sich womöglich an den wertvollen Gegenständen bereichern, ohne zu bezahlen. Ich mache halt nur kulturelle Bereicherung. Lasst mich doch. Ja, das ist viel zu weit weg. Ja, keine Chance. Kann ja kaum die vermaledeite Händlerin ansprechen. Willkommen in meinem wunderbaren Laden. Bestimmt werdet ihr hier etwas Passendes finden. Oder wollt ihr mir etwas Interessantes verkaufen? Ich kann euch noch weitere Dienste anbieten. Dank meiner magischen Schulung kann ich verfluchte Gegenstände entfernen und euch ausführliche Informationen über Gegenstände geben. Allerdings natürlich nicht ganz kostenlos. Ich komme gleich darauf zurück. Hey, komm wieder her! Wow, was? Das Schattenschwert zu untersuchen kostet 1044 Goldstücke, was? Goldstücke, um nur für die Informationen über so ein Kristalldolch? Nein! Was? Hä? Die können das doch nicht ernst meinen. Was kostet die Spitzhacke? 8000? Dietrich. 13 Gold, aber hab ich. Und die Tränke auch.
lang buchen. Die Bolzen jedoch sind, glaube ich, billiger, oder? Ich glaube, man könnte. Ich glaube, man könnte noch recht Geld verdienen, wenn man einfach nur herumreist und Dinge kauft und wieder verkauft. Lebensmittel, so, ja genau du. Obst und Zugo aus Bellobeno. Eine Ration kostet 13 Goldstücke. Nein, danke. Tschüss. Ja, wenn man hier gestrandet ist, bin ich ja zum Glück nicht. Niemals, aber. Also möchte ich gen Süden reisen. Zu Toronto. Endlich. Ich frage mich gerade, war das so leicht? Oder musste ich da zuerst irgendwelche Quests machen, um eine Passage, naja, freischalten zu können, irgendwie, einen Führer anheuern, irgendwas? Alle werden müde. Ich warte noch ein bisschen. Ich glaube nämlich, einfach so lassen sie uns nicht durch. Tja, das wird so schnell nichts. Oder was? Das ist ja unendlich mühselig. Ich möchte, dass du uns verlässt. Oh, so könnte man die Gruppe wenigstens ein bisschen aufräumen. So reihenfolgemäßig.
Latsch einfach mal rein in die Wüste. What could possibly go wrong? Wäre cool, wenn wir in der Wüste auch irgendwie Schaden nehmen würden durch extreme Hitze am Tag, extreme Kälte in der Nacht, irgendwie so. Oh. Okay. Was ist das? Solche Steppenbäume gedeihen auf sehr trockenem Boden. Hier drin haben wir sicher Ruhe von nervtötenden Insekten in der Nacht. Na nü. Einfach so, wow. Okay. Die habe ich ja noch nie gesehen. Sandtaucher. Wow, gleich Level 3. Giftsteine. Ich glaube, wir sind immer noch recht gut geschützt. So levelmäßig, rüstungsmäßig. Waffenmäßig auch. Glaube ich gar nicht schlecht unterwegs. Das sind immerhin Stufe 3 Kreaturen. Aber einfach so aus dem Nichts. Wow, das ist. Habe ich nicht erwartet. So, wir machen auch schon fett 27 Schaden. Pro Attacke. Wie viel Leben haben die wohl? Okay. Das ist so Kondiermäßig vergleichbar, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen schwächer. Die haben sich im Boden versteckt, ja. Sind ja auch so rausgeschlängelt, so ganz eklig. Drehe wieder, okay. Kommt Drehe. Hey! Ach gut. Eine 25 Erfahrungspunkte und Giftsteine. Okay. Oh nein, random Encounter und so viele. Nein, das will ich nicht.
Wenn ich irgendwas hasse, dann sind es übermäßig viele random Accounts. So wie scheiß Zubats in Pokémon oder. Oh, die Gruppe ist durch das viele Wandern in der Wüste sehr erschöpft. Die Fähigkeiten der einzelnen Mitglieder sinken drastisch. Stimmt das wirklich, oder? Gut, hat man daran gedacht, das finde ich toll. Random Encounter, pfui, aber das hui. Ja, was du? Tür nachher gerade wieder laden, so vor der Stadt. So schlimm kann es ja mit der Wüste nicht sein, ist ja überall Wasser. Post, ein Köstchen. Muss sein. Ich muss noch warten, ich will zuerst in Hollow Knight den einen Boss besiegen, den Bösen. Ah ja, warum also nicht gleich laden? Also durch die Wüste laufen einfach so ne. Das Spiel wird vorgesorgt haben. Ich gehe nochmal in die Taverne. Die hat geschlossen. Zwischen 3 und 18 Uhr. Ah, die hat nur von 6 Uhr abends bis 3 Uhr morgens geöffnet. Und WB, was danke dafür? Fürs Post und Wohlsein? Oder auch manchmal, dass man von der Musik blöde wird? War der vorher auch schon so schnell unterwegs? Macht das einen Unterschied, wer anführt? Nee, oder? Ich bin schon wieder müde. Way, yay. Das haben wir schon geredet. Das ist blöd werden, ich bin doch schon blöd. Ja, das ist wie in Zack McCracken, es gibt so. Gibt es bestimmte Frequenzen, die machen einen einfach blöde und. Wirklich, Kind. Und das ist eine dieser Frequenzen. Er geht eigentlich. So, jetzt können wir wieder warten, bis irgendwie. Conny, hä? Bist du Conny? Sky Madin. Nein, du bist nicht Conny. Conny, die Wüstenratte. Ah, du siehst aus wie eine Conny. Ja. Sky Madin. Ich bin Conny. Ich habe schon gehört, dass eine Abenteurergruppe in der Stadt ist. Schön, dass ich euch mal kennenlerne. Habt ihr schon viele tolle Sachen erlebt? Aha, schau, schau. Hast ja gar keine Ahnung. Hm.
Dann erzählen wir doch mal von unseren Erlebnissen. Ihr würdet mir wirklich ein bisschen was erzählen? Das wäre toll. Nun, dann macht's euch mal gemütlich, denn das kann eine ganze Weile dauern. Und so lauscht Conny interessiert Driras Ausführungen, während die anderen still da sitzen und zuhören. Ihre Augen beginnen zu glänzen und sie ist wirklich mit ganzem Herzen dabei. Als die Geschichte mit dem religiösen Druidenführer zur Sprache kommt, ist sie richtig erregt und ärgert sich über den Charakter von Kontos. Nach einiger Zeit ist Drira der Meinung, dass genug erzählt worden ist. Taste. Das ist mitunter wirklich sehr spannend, was sie so alles erlebt hat. Zu gerne würde ich mich euch anschließen, aber muss zu meiner Schande gestehen, dass ich wohl nicht mutig genug wäre. Außerdem werde ich hier gebraucht. Jedenfalls bin ich gespannt, wie ihr nun weitermachen werdet. Und was eure nächsten Ziele sind. Weiß ihr auch nicht? Also es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man von Umayo Kenta aus weiterreisen kann. Da gibt es zuerst den nördlichen Teil der Wüste. Dort ist auch ein Gefängnis, aber das ist ziemlich weit. Ganz oben im Norden. Man muss schon gut zu Fuß sein und man sollte gegen die Hitze irgendwie vorbereitet sein. Ah. Und da gibt es natürlich den südlichen Teil. Aber da kommt man nicht so leicht hin, weil man durch den Felsengürtel durch muss. Genau. Außerdem war dort vor einiger Zeit ein recht merkwürdiges Ereignis. Es heißt, dass es dort jetzt spukt. Ah, das ist kein Problem. Aber lasst euch davon nicht abschrecken. Manche Leute sagen, ein riesiges Monster wäre vom Himmel gekommen. Ich habe nichts derartiges gesehen. Monster. Nichts, natürlich. Gefängnis. Dort stecken lauter böse Menschen drin. Es gibt welche, über die ich nie schlecht denken würde, und trotzdem sind sie es. Wenn ihr dorthin wandern möchtet, dann geht immer in Richtung Norden. Das Gefängnis liegt knapp unterhalb der nördlichsten Spitze dieses Kontinents. Es gibt auch einen Wächter, der dort jeden Tag hin und zurück wandert, um Essen und Getränke zu bringen. Vielleicht trefft ihr ihn. Also maximal eine Tagesreise, locker. Südlicher, nördlicher Teil? Dort ist unter anderem das Gefängnis. Aber wie schon gesagt, für Hitze problematisch, bla bla bla. Hitze, genau. Wir benutzen Porenöl, um damit fertig zu werden. Wenn ihr daran Interesse habt, sprecht mal mit Agida. Sie wohnt ganz im Süden, direkt neben dem Hafen. Das ist das eine Haus, das wir gesehen haben. Im südlichen Teil war ich selbst auch noch nie. Es ist schwer, dorthin zu kommen, denn man muss durch den Felsengürtel, der südlich von unserer Stadt liegt. Felsengürtel. Durch die Felsen könnt ihr nicht durch. Oh, wirklich? Die sind viel zu unwegsam und zu groß. Außerdem kann man sich da leicht verlaufen. Was wollt ihr auch im südlichen Teil? Wenn ihr dort aber unbedingt hin möchtet, so habe ich schon von einer Möglichkeit gehört. Es gibt einen Gang, der unter dem Felsengürtel durchführt. Ein Dungeon? Das Schwierigste daran ist, den Eingang zu finden. Ich könnte ihn euch leider auch nicht zeigen, aber ich weiß jemanden, der ihn kennt. Vielleicht könntet ihr ihn als Führer anheuern? Als unseren Führer? Natürlich! Wenn es euch wirklich wichtig ist, verrate ich ein kleines Geheimnis. Ihr müsst mir aber versprechen, dass es unter uns bleibt. Na schön, der Mann heißt Ol. Viele Bürger der Stadt kennen ihn gar nicht, denn er ist sehr in sich gekehrt und lässt sich fast nie sehen. Deshalb ist es auch so schwer, ihn anzutreffen. Er ist ein sehr schüchterner Bewohner und er mag keine langen Gespräche. Trotzdem ist er aber nett und hilfsbereit, auch Fremden gegenüber. Ich bin sicher, dass er euch helfen wird, wenn ihr ihm sagt, dass ich euch schicke. Er ist ein fanatischer Diamantensammler, daher kennt er unsere Familie ziemlich gut. Wie ich ihn kenne, könnt ihr ihn mit ein paar Edelsteinen dazu überreden, mitzukommen. Habe ich alle verkauft? Ol ist jeden Tag um genau 12 Uhr in der Erzmine, um zu sehen, ob die Bergleute interessante Rohlinge ans Licht gefördert haben. Doch er ist nie allzu lange dort. Ihr müsst pünktlich sein, denn sonst bekommt ihr ihn so gut wie nie zu Gesicht. Ol wird euch den Weg bestimmt zeigen. Jedenfalls wünsche ich euch noch alles Gute auf eurem weiteren Weg.
Ja. Danke.